Ich selber habe am meisten von Maria Callas gelernt. Ich finde, sie war eine geniale Musikerin. Sie hatte enorme Möglichkeiten mit der Stimme natürlich. Einige Details, wo nicht alle einverstanden waren mit der Stimme. Aber sie hat so unendlich eben diese Regungen von den Komponisten zu Ausdruck gebracht, dass ich enorm davon gelernt habe. Also zum Beispiel, wie man ein Crescendo aufbaut, nicht? Dass es wirklich also diese Spannung bis ins letzte Moment hineinzieht. Aber nicht nur als Stärke von den Tönen, sondern ein Piano ist nicht nur ein Piano, sagen wir, eine Quantität von Dezibel. Ein Piano ist immer anders, kommt darauf an, wo er ist, was es bedeutet, in was für eine Phrase, in was für einen Kontext er ist. Und das hat sie also wirklich genial durch ihren unglaublichen musikalischen Instinkt dargeboten und sie hat mich sehr inspiriert. Es ist schwierig natürlich vom Gesang auf Klavier zu gehen, weil Klavier ein Perkussioninstrument ist. Jede Note auch von einem Sänger oder einem Streicher wird auch so gespielt, dass sie ein bisschen nachlässt. Das hat zum Beispiel Pablo Casals gesagt. Nicht jede Note macht da und geht ein bisschen weg, sonst würde es so wie ein Wurm klingen. Also es wäre nichts. Nur es ist sehr schwierig, natürlich auf sein Klavier ein Legato zu machen. Und das kann man nicht total nachahmen. Die Stimme ist noch flexibler und man kann, also ist klar, es ist im eigenen Körper. Aber trotzdem, zum Beispiel, ich habe viel vom Legato gelernt und dann versucht, auf dem Flügel so ähnlich wie nur möglich mit der Stimme ein Legato zu erzielen. Und dafür braucht man einiges mit den Fingern und alles Mögliche, also Arm und so weiter, so oder so zu machen. Und das ist eine der Sachen, die sehr wichtig für die Schüler sind, weil das wird heute wenig gelernt, finde ich.